Toll, was haben wir jetzt wieder zu erledigen? Also, Malcolm, aufgrund dringend benötigter Reparaturen wegen der kümmerlichen Grundstruktur des Gefängnisses, die zum Ausbruch eines Brandstifters führte, lasse ich einfach mal die Knastwände neu streichen. Ruf mich an, wenn der Kollege hier auftaucht. Malcolm, war das jetzt, sag nicht, der Hofner? Erwarte die bevorstehende Ankunft von zwei Gesandten, die um eine Allianz mit Sprawl wetteifern. Es werden zwei Gesandte sein, nicht einer, nicht drei, zwei. Vier sind auch direkt raus. Nutze die Gelegenheit für einen kulturellen Austausch und lerne so viel du kannst. Bring sie ordentlich zum Reden. So, die preisgekrönte Katze der Herzogin von Scarborough, Sprankles, soll diese Woche an ihrer königlichen Miniaturkutsche eintreffen. Wie immer behandle jeden nicht-menschlichen Besucher, Kobold, Gnomen, Oger und so weiter mit besonderer Vorsicht. Denk daran, wenn du etwas siehst, sag etwas. An wen denn? Okay. Sicher, dass du deine Schicht beginnen möchtest, ohne irgendeine der Werkzeuge mit Kristallen zu laden? Ah, ach so! Wahrheit? Gut, dürfte auch klappen. Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the Sprawl. Just have my supplies here with me. Nothing else to declare. Verdammt, ich hätte jetzt doch gesagt den richtigen. Warte, Röntgenstrahlen aktivieren. Oh, this. Aye, you know what was left at my shop late last night. You can have a look if you'd like. Ich habe etwas aber für dich. Komm um halb drei nach Sprawl. Es gibt zwei Arten, wie man seine Sachen anstreichen kann. Einmal Leger und einmal in Handschellen. Das kleine Mädchen wird dir den Weg weisen, dass du dir deinen Anteil an offizieller Sprawl-Währung verdienen kannst, Well, it's about time he showed up. Send him to my office, toot sweet, and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. Now it'll just be doom. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo, after all. Okay, Lil hört ein Pferdemann, gefolgt von lauten Platschen. Okay, ich denke mal, wenn er jetzt bestätigt ist, dann lassen wir dich auch herein. Man muss ja immer auf Nummer sicher gehen. Many thanks. Say, before I go, do you have a favorite color? No. I don't really have a favorite color. Oh, you really should. Oh well, I will paint with all of these colors in your honor. Thank you again. So, du hast ihn reingelassen, damit er seiner Arbeit nachgehen kann. Was willst du jetzt? Ein Pokal? Nein, ich will weitermachen. Aber ich habe jetzt... Hear ye, I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrad. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Salvatore, son of Queen Feribel, daughter of King Algernon, son of Queen Rebecca, daughter of King Timothy, son of Queen Susparella, daughter of King Finbar. Okay, ich hab's verstanden. Wow, okay, I think I got it.
Aber ja, was soll ich jetzt mit der Information anfangen? Malcolm aufgrund dringend benötigter Reparaturen. Ach so, das habe ich jetzt überlesen. Jetzt habe ich, wie es aussieht, doch ein paar Sachen zu viel jetzt hier gemacht. Verdammt nochmal. Prince Phineas himself will arrive in the sprawl after a ceremonial visit to the Royal Sulphur Mines of Petrad. The prince will be christening the newest of our sulfuric refineries by smashing a bottle of Petradian fizzy over the front door. Hört sich irgendwie normal an. That sounds like it's going to be quite a party. Oh yes, one of the grandest events of the season. I thought I might be asked to play my bugle for the occasion. But the prince assured me it was much more important that I travel all the way here to announce his eventual arrival. Tja, ich weiß nicht. Gibt es hier noch irgendetwas? Wahrheitsspray, Peitsche, Metalldetektor. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, weshalb ich das nutzen sollte. An alliance between the great kingdom of Petrad and the Sprawl would benefit both sides mightily. Imagine the petrol and gunpowder our sulfur mines produce, combined with the technological advancements that your power crystals provide, would create a union that would make our two kingdoms the envy of the world. Those sulfur mines smell like farts. Does Prince Flinflon smell like farts? A little bit. I mean, his name is Phineas, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrad, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King... Please, stop! Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, aber die Werkzeuge, die wir haben... Tja, die Peitsche bringt jetzt nicht so viel, der Metalldetektor bringt nicht so viel. Ich wüsste auch nicht, wofür wir das Wahrheitsspray jetzt nutzen sollten. And now, in celebration of the beginning of this new chapter of prosperity between the kingdoms of Petrad and the Sprawl, I shall play you an original composition of my own on the Petradian greeting bugle. If music be the food of love, then you know what to do, and a two, and a three. No, naja. You really seemed like you were having a good time up there. I was. But what did you think of the song? Really? I'd rather not say. Schwierig jetzt. Moment! Erwarte die bevorstehende Ankunft von zwei Gesandten, die um Allianz mit Sprawl wetteifern. Also an der Stelle würde ich jetzt, ihn ablehnen. Es ist ja bloß ein Gesandter. But I was assured entry so I could announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrad and future husband to Princess Desdemona. Ugh, fine, I will go. But there is a representative of the Marvog Empire behind me, seeking to make a similar offer for the hand of the princess. If you won't let me in, you must not let in the Marvog delegate either. It's only fair. Okay, das ist jetzt... Oh, nicht gut. Okay. Wir haben jetzt schon einiges erfahren, aber wenn es dann am Ende doch zwei Gesandte sind,
die da nicht gleichzeitig kommen. Dann würde ich mal sagen, lassen wir dich jetzt einfach mal rein. Ja, haben wir ja schon alles. Thank you. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrad and future husband to Princess Desdemona. Incidentally, I believe there is a representative of the Marvarg Empire behind me, seeking to make a similar offer for the hand of the princess. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the Marvarg delegate. Tja, du hast einen zugegebenermaßen nervigen Botschafter reingelassen. Aber ich würde mal sagen, die andere lassen wir auch mit reinkommen. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. Okay, jetzt auf alle Fälle Wahrheitsspray. The hat. She was too much. Too fantastic for one man to wear. I couldn't handle the pressure of adorning such a prestigious piece of headwear. I did not lose that fantastic hat, I threw it away! But what should have been my salvation was the greatest mistake of my life. And now, I must find a new hat of equal, if greater, worth than my previous hat. I can only imagine the weight that comes with wearing such a fantastic hat. Heavy is the head, as they say. Tja, also den würde ich jetzt eigentlich reinlassen. Why come all this way to buy a hat? Surely they have hats where you're from. They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I was known well as one who adorned a hat of the highest caliber. I cannot go back. Maybe you haven't looked hard enough? I promise, child. I have searched high and low for the perfect hat. This sprawl is my last hope. Also, ja, schwierig. Aber seine Geschichte lässt mich jetzt irgendwie nicht dran zweifeln, also lassen wir ihn rein. I hope you find your hat, Mr. Fantastico. Es sei denn natürlich, ihr hat es jetzt auf die Krone des Königs abgesehen. Thank you, child. The next time you see me, you will say to yourself, wow, has that guy got a fantastic new hat? I have no doubt in my mind. Deine Befragung führt dazu, dass er dir sein Herz ausschüttet und du gabst dem Mann eine zweite Chance, die Kopfbedeckung seiner Träume zu finden. Okay, das sieht gut aus. I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl from Praetor Kargen of the Marvarg Empire. Oh. The praetor bid me say directly to the princess, Egtag maia cora una guahatag. Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the praetor's words to the princess with honor. Also da würde ich, wenn's geht, den Dechiffrierring nehmen. Hail, Praetor Gargan! Kapla! Kapla? Sind wir jetzt hier auf einmal bei den Klingonen? Jetzt bräuchten wir auf alle Fälle jetzt. Warte mal. Die mächtige Herrscherin des Marvarg-Imperiums, Praetorin Kargan Kapla, Preis 6 US-Dollar.
Eines von Mrs. Abernethy berühmte Brötchen. Preis 0. Okay. Können wir den nutzen? Sorry, what exactly was the message you had for Princess Desdemona again? Praetor Kargan crafted the message personally. A warrior poet. Hail Praetor Kargan! The message is... Ektag maya kola una guahatag. Und die Übersetzung lautet... It is marriage which will bring our two proud nations into a state of cooperation. Warum sagst du es nicht gleich? What? My voice doesn't sound like that. Oh, mage technology. You speak our language very well. Could you teach me something in Marvalgian? It's just Marvag. Not in or ites or ees or anything like that. What would you like to learn? Okay, das hier. Verpiss dich. Haha, there are many words for this. But typically we also use the phrase f*** off. Cool. I killed 19 other mighty adversaries for the honor of delivering this message to your princess. I have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect, as is our custom. Anzweifeln. No, please. You keep it. But then how will you know I am worthy of delivering the words of the Praetor to your princess? You know what? I'll take your word for it. Curious. Very well. The Praetor is attending the ballet tonight. Upon its completion, Praetor Kargan will make for the sprawl. Oh, so the Praetor's coming here later tonight? Not likely. In Marvog, the ballet can last days, weeks even. It continues until only one dancer survives. Tja, survival dance. Ballet is one of the finest blood sports in the Marvog Empire, and the bodies of fallen ballerinas are stacked high in the main square, as is our custom. Wer kennt das Ballett so nicht? Oh dear God. Is there a prize for, winning the ballet? Indeed, there is. The winner is put directly into the line of succession to rule. Praetor Kargan was one of the finest ballerinas I have ever witnessed. Slaughtered dozens of other would-be ballerinas with a grace and beauty that brought a tear to my eye. Das kann ich mir vorstellen. Also gut, ich würde mal sagen, die würde ziemlich gut zu unserer Prinzessin passen. Ich lass dich rein. Egal, ob wir dadurch jetzt einen Bonus verlieren... Aber das, den Ausgang möchte ich sehen. You have honor, little one, and shall always be a friend of the Marvag. And now, to fulfill my mission to speak the Praetor's words to the princess, Kapla! Ja, Kapla! Kleine Linguistin, du hast die Marvag-Gesandte hereingelassen und ein paar coole neue Sätze gelernt. Naja, das Wort kannten wir schon. Whoa there, Lucy. Hello and salutations to you, most honorable guardian of the free peoples of the Sprawl. I am the envoy of the gallant Sir Beverly, a knight of some minor renown, which is also me. Also dich lasse ich nicht rein. I have received a very special invitation from Her Majesty Princess Desdemona as she turns her royal eye to finding a suitor. If there's nothing else, I will be off to my happily ever after. Was haben wir noch im Giftschrank? Funktioniert der Metalldetektor noch? Nothing. That's weird. Isn't your armor made of metal?
You got me. See, my normal chainmail and heavy armor are actually at the cleaners today. Und das sollt ihr glauben. This is my spare set. It's plastic with a very glossy paint to give it that knightly glow. Also das kann ich beim besten Willen nicht glauben und das Pferd sieht auch ein bisschen eigenartig aus. When word reached me that Princess Desdemona was going to be entertaining potential suitors, I knew my days of jousting and dragon slaying were behind me. I saddled up my faithful steed, Lucy, and rode hard across the realm. For thrice 3 days we rode, stopping only to aid those in distress and relieve ourselves. Now, we are here to exclaim our dearest devotion to the beautiful princess, the fairest flower in a whole field of fair flowers. Also, das zweifle ich an. You really don't look like the dragon-slaying type. Looks can be deceiving. By my eyes, you don't look like the castle-guarding type. I'm not. This is my dad's job. I'm filling in. You're proving my point. Also ich denke mal, den lassen wir nicht rein. Wir sollen immerhin ja bloß 2 Gesandte reinlassen und keinen dritten. Und ich wüsste, er sagt zu gern, was der abgebrochene Hebel sein soll. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply following orders. But know this. There is no force more powerful than love. You have not seen the last of Beverly, late night custodian of the Goblin Ball Stadium. On, Lucy! Ha! Ich hab's auch gewusst. Du hast den Last bis ins Detail befolgt und intuitiv gehandelt, dass dieser dritte Gesandte nicht echt war. Tja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Katze. Aber dafür hätten wir jetzt sicherlich auch den Röntgenstrahl lassen sollen. Hey Kid, are you Lil? Wer fragt das? Show a bit of respect. If you see her, tell her I got a mysterious letter for her. Mysterious, you say? Fine, you've got me. Who's it from? I'm not authorized to know. That is mysterious. Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got this morning? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Randy, though? Ja, haben wir. Wurde gefeuert. Only 3 payments away on that catapult. Yeah, it's a real shame. Anyways, just take the note. I gotta get back to work. Ja, wieder eine Nachricht vom Hofner? Tja. Danke. See you around, kid. Kleines Mädchen stand einmal am Tor, traf tolle Entscheidung, es kam mir ewig vor. Falls du noch Chaos in dir hast, bin ich sehr gerne dein Gast. Komm und triff mir den Anbruch der Dunkelheit, zusammen setzen wir der Welt unseren Stempel auf. Ah, Verlies 7, Raum 4, Boulevard de le... De le? Nothing weird or creepy about that. War denn jetzt meine Schicht schon vorbei? Where's that music coming from? What is happening? Oh God. Good afternoon. I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. Ich sag auch au revoir. Denn du hast ganz sicher Blut an deiner Schürze. Und dann an Ärmel. It's Lil, and you need a good reason to be let in. But so far, I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? I assure you, my heart is true. Must this be a whole to-do? Inside these walls, my destiny awaits. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along faster. Abgesehen davon sind wir hier nicht bei Disney, also raus mit dir. Mal sehen. Haben wir noch etwas hier?
Also, es sind immer noch zwei Gesandte. Sie ist ja keine Katze. Und beim besten Willen bin ich ein bisschen skeptisch über ihre blutbefleckte Schürze. Könnte natürlich auch Tomatensaft sein, aber... sie hat irgendwie schon das Aussehen der Killerin. Man darf nicht darüber hinwegsehen, dass die wahre Geschichte von Aschenputtel mit den gläsernen Schuhen ein bisschen anders war, als was Disney uns weiß gemacht hat. Ah, da ging es brutaler zu, als was man es glaubte. Oder als man denkt. I'm just so, so thrilled to finally be here in the sprawl. The people, the culture, the food, the hundreds of dark alleyways that could just swallow a person up. Das ist eine Massenmörderin! I have to say, I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still. I have a hunger driving me, the people everywhere will see. My dark destiny I will fulfill. Okay, jetzt lasse ich sowas von draußen. That took a dark turn. Wartet mal, wartet mal, Striker! For the love of what is that? Excuse me, who are you talking to? What are you saying to them? Are you talking about me? Behind my back? Oh ja, die lassen wir draußen. Oder die schmeißen wir jetzt in den Kerker. I'm right in front of you. It drives me crazy when people talk about me behind my back right in front of me. This is making me angry. Ich sag ja, eine Disney-Massenmörderin. Oh, maybe let's try singing? Oh nein, sage ich. Die Schicht ist schon fast vorbei. Sie ist die Nummer 6. So gehen wir ja bald heim. Vielleicht ja auch. Gehen wir noch in den Pub. Das ist ja unser Heim. Da trinken wir ja fein. So machen wir jetzt weiter. Und lassen sie in den Kerker verrotten. Versucht zu singen, habe ich ja schon. At times like this, what helps is this, calming down. This isn't a duet. I'm the star here. You think you're going to burn me? It's me that's going to burn you. Halt, halt, halt! Das hatten wir doch gelesen. Die ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Das ist ja gesagt die Brandstifterin. Chloe greift in ihre Tasche und einen Molotow-Cocktail heraus, zündet ihn an und wirft ihn auf Lil und das Sachhäuschen. Was? Wer hätte damit denn jetzt rechnen können? Whoa, I didn't think this was that kind of game. Wem sagst du das? Ich hoffe, wir beginnen jetzt nicht von vorn. Where's that music coming from? Oh nö. What is happening? Here we go again. Good afternoon. I've traveled from afar. A simple girl who wished Nein. on a star. Überspring! Warte. Königlicher Erlass. Reparaturen wegen der kümmerlichen Grundstruktur des Gefängnisses, die zum Ausruf eines Brandstifters führte, lasse ich einfach mal die Knastwände neu streichen. Ja, wir wissen's. Wir weisen nicht ab, sofort. You're the worst. Trotz des süßen Gesangs dieses Singvogels hast du richtig erkannt, dass es sich um eine mörderische Wahnsinnige handelt und sie abgewiesen. Mit dem richtigen Werkzeug hättest du noch mehr erfahren können. Naja, die Peitsche wäre jetzt sicherlich nicht gerade so passend gewesen. Aber Hauptsache, wir wurden jetzt nicht ein zweites Mal getötet. Feierabend. Hey, das hätte mir doch ein Abzeichen geben können.
Aufgrund deiner guten Arbeitsleistung 3,17 sind dir für diese Schicht 30 Gold bezahlt worden. So, du hast ihn reingelassen, damit er seine Arbeit nachgekannt. Denk daran, 3 Sterne stehen für ein gutes Ergebnis bei Lil Guardsman. Das 4-Sterne-Ergebnis erfordert eine überragende Kombinationsgabe. Die perfekte Ausrüstung, ein Quäntchen Glück oder eine Kombi aus allen 3 Dingen. Die Ergebnisbildschirme wie dieser bringen dich zu einem 3-Sterne-Ergebnis, aber die 4 Sterne liegen an dir. Naja, am besten fand ich, er sagt natürlich jetzt Mayala. Ich will, er sagt, wirklich hoffen, dass deren Prätorin mit unserer Prinzessin zusammenkommt. Tja, Sir Beverly wieder Hausmeister. Und Chloe, die Massenmörderin. Weiter am Text. Naja, obwohl eigentlich... Können wir jetzt eigentlich hier abspeichern? Oder was haben wir jetzt hier eigentlich verliest? Ich hoffe, die haben Chloe erwischt. Naja, ich will mal hoffen, ich kann hier noch speichern. Und dann im nächsten Part sehen wir mal weiter, wer das Abenteuer von Lil Guardsman weitergehen wird. Und ja, ich hoffe, er sagt, wir sehen er sagt Chloe kein zweites Mal. Sie könnte jederzeit einen Molotow-Cocktail werfen. Oder uns vielleicht ein Messer oder ein Gläser in Schuhen in den Rücken rahmen. Ich sag jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und seid vorsichtig, wenn ihr eine singende Disney-Prinzessin begegnet. Sie könnte eine psychopathische Brandstifterin sein. Und wenn da noch Vögel mit ins Spiel kommen, ja, dann geratet ihr leider, er sagt, in einen Stephen King-Film. Also seid vorsichtig. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.